Ja, ich will mal gerade gucken hier im Inventar, was wir jetzt so alles hier haben an unnötigem Kram. Zum Beispiel wollte ich hier mal die Bücher angucken. Das magische Erz. Vom Erz. Das beste Erz. Zum Schmieden einer Waffe findet man zweifelsohne in den Erzminen bei Korinnes. Es ist von elementarer Reinheit und durchtränkt von Magie. Es ist von unvergleichlicher Härte und doch so weich, dass es nicht bricht. Eine Waffe, geschmiedet aus jenem Stahl, der unter unsagbar hohem Aufwand aus den tiefen Minen gewonnen wird, ist mit keiner Klinge und sei sie aus dem noch so besten Stahl gefertigt, zu vergleichen. Kein Schild, den sie nicht brechen kann, kein Panzer, den sie nicht durchbohrt. Könige und Helden aus längst vergangenen Tagen trugen Waffen aus bestem Korinnes-Stahl und den ganzen Myrtaner werden auch heute für solche Waffen die besten Preise erzielt. Doch wird für dieses Erz auch ein hoher Preis verlangt. Um es der Erde abzutrotzen, muss großer Aufwand getrieben werden, denn es ist so, als wolle das Erz nicht aus dem Schoße der Erde entfliehen. Ah, okay, das ist eine schöne Geschichte. Jagd und Beute. Sein Schriftzeugnis hat die Zeilen überdauert und seine Ratschläge gelten als Lehrbuch der Jagdkunst. Nach den großen Schlachten im Norden ist es heute jedem Landsmann geläufig, wie man mit dem Bogen umzugehen hat. Jedoch gibt es bei der Jagd einige Regeln zu befolgen, die über den einfachen Umgang mit der Waffe hinausgehen. Das Wild ist scheu und unberechenbar. Die Kunst der Jagd mit dem Bogen verfügt nicht nur über die älteste Tradition, sondern ist auch die geläufigste aller denkbaren Jagdarten. Die Technik dieser Art der traditionellen Jagd hat sich im Lauf der Jahrtausende kaum verändert und wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Welche Umstände bestimmen wirklich den Ablauf der Jagd mit dem Bogen? Diese Gesetzmäßigkeiten erkannt zu haben, ist die eigentliche hohe Kunst der Bogenjagd. Da kann man leider nicht blättern, das sind immer nur diese zwei Seitentexte. Kampfkunst. 2000 Jahre lang bildeten diese Lehrer. 2000 Jahre lang bildeten diese Lehren des Meisters die Pfeiler bei Entwicklung der Kampfkunst. Geschult werden dabei die Beweglichkeit des Körpers, Ruhe und Schnelligkeit, Beobachtung und Reaktion. Die Bewegungen müssen gut koordiniert und die Körperhaltung korrekt sein, um die beste Entfaltung deiner Kraft zu erreichen. Der Kern der geistigen und körperlichen Lehren des Meisters hat viele Jahre überlebt. Sein einzigartiger Erfolg hat Generationen beeinflusst. Jahrtausende, in denen zwar die Welt ihr Äußeres schon oft verändert hat, in der aber eines für immer Bestand haben wird. Die Harmonie der inneren Kräfte mit der gezielten äußeren Bewegung des Körpers. Ah ja, gut. Schön. Schöne Geschichte auf jeden Fall. Lese ich auch manchmal meinen kleinen Brüdern einfach zum Schlafen gehen so vor, ne? Das ist auf jeden Fall. Ich gehe bestimmt nicht nachts durch den Wald. Also Slenderman hatten wir jetzt schon mit ganzen 12 Minuten schon mehr als genug. Es ist nur die Frage, wo ist mein Haus? Da vorne, ne? My house in the middle of my street. My house. So. Hier runter. Ist aber steil. Ich glaube, da wird nicht geräumt im Winter. So, jetzt latschen wir den mal hier einfach durch die Bude, weil wir so nett sind. So. Da hätten wir jetzt eigentlich auch drin schlafen können, aber wir sind ja keine Assis und gehen schön in unser eigenes Häuschen mit dem Vordach. Das ist nämlich frei. Gute Nacht. Ein neuer Tag und nichts hat sich Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. So. Also auf jeden Fall merken, wenn wir genug Lernpunkte übrig haben und die nicht unbedingt in Schwertkampf und sowas investieren brauchen, dann können wir auf jeden Fall Stufe 2 der Schlösserknackenfähigkeit lernen und dann auch ganz wunderbar die Truhen bei der netten jungen Dame da im Zimmer öffnen. Ja, so ist das nämlich, Gardist. Ich höre nicht mehr. Ich höre nicht mehr. Lass uns lieb.
So. Dann begeben wir uns mal zu der Höhle. Oder zu der Mine, besser gesagt. So. Hallo, Brückenwache. Hallo. Scavenger. So, das dürfte jetzt im Prinzip nicht schwieriger sein als letztes Mal, als wir durch den Wald gestiefelt sind. Trotzdem speichere ich vorher noch einmal. Zack. Weil jetzt haben wir auch schon eine Menge Sachen dabei, ne? Das ist echt fast unglaublich, wie viel wir gerade da einfach rausgeräumt haben. Schon ein bisschen dreist irgendwie, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, jetzt haben wir eine Fackel, das ist schon mal gut. Ach ja, hier war ja der Mole Rat. So, der hört sich ein bisschen an wie Philipp. Hallo Philipp. So. Der Kram hier liegt aber nicht mehr da. Da müsste jetzt, glaube ich, gleich eine Blutfliege runter geplumpst kommen. Blutfliege? Oder doch nicht? Gut. Ist mir eigentlich auch egal. Nehmen wir uns erstmal den Scavenger hier vor. Die gehen ja dann doch relativ schnell. So. Und dann ab, schwuppsdiwu, ins wunderbar altes Minengedöns. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade für einen Wortsatz, für ein Wortlaut von mir gegeben habe. Und ab da rein. Ich speichere nochmal kurz, weil manchmal schmiert das Game auch ab. Gerne mal, wenn man in so eine Mine reingeht. Oder in einen anderen Teil von der Welt halt, ne? Das ist immer ganz wunderhübsch. So. Spiel? Spiel. 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 Hallo. Spiel. 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 Okay, ich glaube, das, was ich gerade noch gesagt habe, ist jetzt tatsächlich eingetreten. Und zwar ist das Spiel gerade abgestürzt. Ich weiß nicht, was ihr seht, aber ich sehe hier so ein Standbild von meinem waghalsigen Sprung. Und da erscheint die Datumsanzeige. Das heißt, ich kann eigentlich Alt F4 drücken. So, da sind wir wieder. Jetzt wackelt ja irgendwie manchmal der Desktop durch. Das ist ein bisschen blöd. Ich wollte auch nur noch hier kurz reinlaufen. Und dann eigentlich auch jetzt schon die Aufnahme beenden, die ich eigentlich gerade erst jetzt wieder gestartet habe. Was ja irgendwie ein bisschen blöd ist. Hallo Drake. Für Gomez. Wir sehen uns. Drake hat mir nichts zu sagen. So, dann gehen wir noch runter. Für Gomez. Und was hat er denn? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe. Okay. Vielleicht nehmen wir uns da hier mal die 5 Essenzen mit. Die können wir, glaube ich, in Zukunft sehr gut gebrauchen. Dafür können wir dir ja gerne 5 Kerzenständer geben. Auch kann ich mit 11.566 what the fuck Münzen dienen. Fälle eines Schattenläufers haben wir auch noch eine Menge. Da kann ich eigentlich auch. Zack, zack. So. Was hat er da? Wasser, okay. Das finde ich blöd, dass die hier nicht. Die 4 Dietrich nehme ich auf jeden Fall noch mit. Die
Dietriche müssen wir jetzt überall komplett einkaufen, wenn wir welche sehen. So, der ist... So, 165 und dann einmal, zack. Annehmen. Ende. Templer. Achso, muss ich hier runter oder da? Ich glaube, ich muss da hinten runter. Ich speichere lieber sicherheitshalber mal und huste mal kurz. Danke sehr. Plumps. So, hier ging es irgendwie in den Nebenpfad, ne? Genau, da saßen ja die komischen Leute. So. Wo waren denn jetzt hier die... Die kamen erst ein bisschen weiter unten, ne? Die Jäger aus dem Lager, die waren da... Hallo, Snippex. Nee, Snips. Für Gomez. Ja, ja. Wir sehen uns. Ja. Na, aber. Ja, ja. Was ist mit dir, Aaron? Aaron. 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 Für Gomez. Hat auch nichts zu sagen. So traurig, dass die alle nichts zu sagen haben. So schweigsame Leute. So. Dann hier auch noch mal eine Leiter runter. Plumps. So. Und da ist Ian. Für Gomez. Für Gomez, genau. Für Gomez ist hier Ian. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich habe noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Okay, ich weiß nämlich, wo das ist. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Da habe ich nämlich sehr viel Glück. Ich schau mich mal um. Mach keine Ahnung. Allerdings sind da auch sehr nette Kollegen unterwegs. Wo war denn dieser Nebenschacht? Ich glaube, der war weiter oben, kann das sein? Weiter oben oder weiter unten? Da ist das Nest der Minecrawler, das weiß ich. Ich glaube, das ist der Nebenschacht. Gut, da muss ich da auf jeden Fall runter. So oder so. Plumps. Klo. So oder so. Plumps. Klo. Dieses, ich muss mal kurz hier dieses Rollos runter machen. Das passiert mir nicht nochmal. So, da bin ich wieder. Ich musste kurz hier die Rollos runter machen, weil die Sonne hier einfach mega episch krass reinknallt. Außerdem habe ich geguckt, ob zufällig jemand gekommen ist und gleichzeitig auch noch mir mein Brot geholt. Gardist, was machst du denn hier? Für Gomez. Ja, du bist auch für Gomez. Wir sind doch eigentlich alle für Gomez, oder? So, das hier müsste der Neben... Ja, das ist der Nebenschacht und da sieht man auch den wunderbaren Stampfer und da sieht man auch die wunderbaren Leute, die sich um den Stampfer kümmern. Das sind nämlich die Polizeimitarbeiter, die Beamten der Natur, die Ameisen. Wobei das gar nicht Ameisen sind, sondern Crawler, aber ist doch egal. So, kommt man hier lang? Ja, hier kommt man wunderbar lang. Dann sammle ich kurz vorher noch den Höllenpilz und den Hollenpilz und den Höllenpilz und den Höllenpilz und den Höllenpilz. Und auf jeden Fall noch den Höllenpilz und auch den Höllenpilz noch ein, weil die doch sehr hilfreich sind.